Zuerst ist es an mir, für die Ehre zu danken, hier in Ihrer Kathedrale sprechen zu dürfen. Und ich danke vor allem auch Frau Krämer-Hofmann und Herrn Dr. Ehret für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich habe in Dresden in der Regel 18 Jahre vor einem ungetauften Publikum gesprochen, auch zu ähnlichen Themen wie hier, und manches wird durchklingen. Und möchte damit gleich die Anekdote verbinden, dass ich über dieses Thema zweimal eine Vorlesung gehalten habe, in der Furcht, es würde eigentlich nur ein bestimmter Teil im Hörsaal anwesend sein, aber ich wollte es einfach einmal durchdeklinieren. Und es war die einzige Vorlesung, in der ich den Hörsaal wechseln musste, weil von Mal zu Mal mehr Menschen kamen. Und das ist ein unglaubliches Zeichen. Es ist ein Zeichen dafür, dass die Wunden unseres Herzens überall dieselben sind. Ob getauft oder ungetauft, ob gläubig oder ungläubig, das Thema Schuld ist ein ganz riesengroßes Thema. Ich wurde nach einer Vorlesung nach Hause gefahren von meinem nicht getauften Assistenten. Er sagte mir, dass er normalerweise wie immer in den sozialistischen Ländern Dienst tun musste mit der Waffe, nämlich in der Nationalen Volksarmee. Unter anderem hat man ihn an die Berliner Mauer gesetzt. Dort war Schießbefehl. Es ist bekannt. Er hat mir nicht mehr erzählt, aber einen Satz hinzugefügt. Ich habe immer an den Marxismus geglaubt, meine auch heute noch nicht, dass alles falsch ist. Und dann kam der Satz: Aber wir haben nicht gelernt, wie man schuldlos wird. Und ich habe gemerkt, dass darin mehr enthalten ist, als er sagen wollte. Möglicherweise hat er einmal auf jemanden geschossen, der über die Mauer geflohen war, ich weiß es nicht. Aber dieser Satz, man hat uns nicht gelehrt, wie man schuldlos wird, war eigentlich der Anlass meiner Auseinandersetzung mit dem Thema. Ich setze ein mit der Überlegung, oder darf gerade noch einmal fragen, können Sie mich gut hören? Dankeschön, es hallt ein bisschen. Ja, ich glaube, so ist es noch ein bisschen besser. Ich setze ein mit der Überlegung, dass wir lange Zeit in Europa gelernt hatten, und zwar bis zur Mitte des Jahrhunderts oder etwa bis 1930, dass es Schuld eigentlich gar nicht gäbe. Wir kommen aus einer langen Geistesgeschichte, vor allem auch im 19. Jahrhundert, wo Schuld weggeredet wurde. Bei uns war es vor allem Friedrich Nietzsche, der meinte, dass Schuld eine Erfindung der Kirche sei. Nietzsche war selbst Sohn eines Pastors, und im Protestantismus dieser Zeit war natürlich von Sünde, von nicht gelingender Umkehr, von beständiger Buße, von Kopfhängen, von Nichterlöstheit permanent die Rede. Und Nietzsche, als ein sehr wacher und natürlich außerordentlich kritischer Geist, hat diese Rede als außerordentlich beschädigend empfunden. Und als Sohn eines Pastors, von dem er ja wöchentlich bzw. auch später in seiner Jugend immer wieder diese Rede von Sünde, Sünde und noch einmal Sünde gehört hat, hat ihn veranlasst zu sagen, dass damit jedes Leben erlischt. Leben kann nicht leben, wenn es beständig unter dieser Bedrohung steht. Alles, was ich tue, ist gemischt aus Gut, aber mehr noch aus Böse. Und immer muss eine fremde Hand kommen, um mich wieder zu reinigen. Wir brauchen das gar nicht ausfalten. Nietzsche hat daraus geschlossen, dass ein starkes Leben überhaupt nur möglich sei, wenn man endgültig die Rede von Gut und Böse ad acta lege. Und Sie kennen wahrscheinlich auch diesen Satz: Nur der Mensch, der über Gut und Böse hinweggeht, kann überhaupt stark sein. Das sind diese Sätze. Ja? Wir haben sie dann später in der braunen Ideologie realisiert, gehört. Dazu komme ich gleich noch. Aber das war für Nietzsche gewissermaßen der Ausweg aus der Beklemmung. Keine Schuld, keine Gnade. Man boxt seinen Weg gewissermaßen durch. Und die Stärke beruht eigentlich darin, dass man einmal vergisst, was sollen, müssen, dürfen heißt und im Grunde genommen niemanden mehr fragt, sondern einfach seinen Weg geht. Eine unglaubliche Befreiung damals für ihn, obwohl man in seinen Werken merken kann, dass das letzten Endes auch bei ihm nicht gegriffen hat, im Gegenteil. Aber wir haben noch einen sehr einflussreichen Theoretiker. Ich arbeite gegenwärtig auch teilweise in Wien, und das war Sigmund Freud. Auch Sigmund Freud hat in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts versucht, Schuld nur als Schuldgefühl zu verstehen.
Wir brauchen keine Einzelheiten, aber das Zentrum des Gedankens heißt, solange wir glauben, irgendetwas verpflichtet zu sein, solange man uns als Kindern eingeredet hat, von den Eltern, von der Kirche, von den Lehrern, von irgendwelchen Institutionen, das darf man tun, das darf man nicht tun, das ist gut, das ist böse. Solange, hat Freud gesagt, führen wir kein selbstbestimmtes Leben. Wir sind immer von einem Über-Ich durchdrungen. Später sind wir groß und sagen diesen Unsinn nach und glauben, frei zu sein. In Wirklichkeit, sagt Nietzsche, ist nichts anderes passiert, als dass wir Vorschriften von außen in uns hineingenommen haben und nun glauben, aus uns heraus zu handeln. In Wirklichkeit sitzt wie ein Gespenst diese ganze Ethik, diese ganze Moral, diese ganzen Vorschriften auf uns und wir können uns dagegen nicht mehr wehren. Soweit war Freud. Freud würde auch sagen, Schuld gibt es eigentlich nicht. Der reife Mensch hat nicht Schuld, sondern er tut, was er tun muss. Und es gehört sehr, sehr deutlich zu seiner Reifung hinzu, dass er einmal dieses Reden, Vorstellen, Fürchten, eingekerkert sein durch Schuld entschlossen wegschiebt. Am Ende des 20. Jahrhunderts sind uns diese Reden vergangen. Schuld ist mehr als Schuldgefühl, das ich therapieren kann. Am Ende dieses 20. Jahrhunderts gab es eine bittere Rechnung. Und im Umfeld des Überganges in das Jahr 2000 gab es eine Reihe von Interviews, von Besinnungen, von Überlegungen, was dieses Jahrhundert eigentlich an Befreiung, an Menschlichkeit, an Reifwerden gebracht hat. Und wenn man diese Frage stellt, weiß man, dass man den Blick auf Leichenberge zu richten hat. Es war das mörderischste Jahrhundert unserer historischen Geschichte, soweit wir das nachvollziehen können. 1917 hat eine rote Ideologie begonnen, die bis 1989 gedauert hat. Ich habe die Reste davon auch in Dresden noch erlebt. Zerstörte Menschen, Familien, die zerstört waren, eine Religion, die ausgelöscht war. Aber die Menschen werden nicht menschlicher, sie werden ärmer. 1933 begann eine braune Ideologie, auch massenmörderisch. Ich weiß, wo ich hier stehe. Ich weiß, dass auch Luxemburg von Menschen meiner Zunge beschädigt wurden. Beschädigt ist vielleicht ein schwacher Ausdruck. Ich weiß schon, wo ich stehe. Es ist sehr, sehr viel geschehen. Es ist später dazu gekommen, Pol Pot, wo mit den Köpfen der ermordeten Kegel gespielt hat, die chinesische Kulturrevolution, deren viele Millionen Leichen wir nicht gezählt haben, der Gulag, der auch erst 1989 langsam zu Ende ging. Solzhenitsyn hat darüber berichtet. Solzhenitsyn hat auch den guten Satz dazu gesagt, man mordet nie so gut, wie wenn man mit gutem Gewissen mordet, wenn man einen guten Grund hat, andere Leute nicht mehr als Menschen zu behandeln, dann fällt es ganz leicht, kann man sie abservieren. Am Ende des 20. Jahrhunderts wagen wir nicht mehr von einem Aufwachen der Humanität und einem Freiwerden, auch nicht von einem Abwerfen von Schuldgefühl zu reden, sondern angesichts dieser Entwicklungen ist Schuld in unsere Sprache zurückgekehrt. Wo es so viele Opfer gibt, ist zu klären, wer dafür verantwortlich ist und was Schuld eigentlich heißt. Hier gibt es Stimmen, die sehr stark sind, sowohl aus dem gläubigen wie aus dem ungläubigen Bereich. Und ich beginne mit einer Stimme aus dem ungläubigen Bereich. Das ist eine französische Stimme. Er ist erst kürzlich übersetzt worden im Deutschen, er ist im Französischen schon länger da. Er heißt Jankelevitsch. Und Jankelevitsch, der schon vor 20 Jahren etwa starb, hat formuliert, dass aus Europa deswegen nichts werden könne, eine ganz düstere Stimme, weil in unserer Mitte die Täter und die Opfer, also in der Mitte Europas, er meint jetzt spezifisch auch Deutschland und Österreich, weil in der Mitte Europas die Opfer tot sind, die Täter tot sind und deswegen gibt es keine Versöhnung mehr. Wer könnte wem vergeben? Es sind eben alle tot. Und Jankelevitsch meint, dass das Händeschütteln der Enkel über den Gräbern zwar politisch schön ausschaut, auch nicht ganz sinnlos ist,
Aber wenn die Enkel den Enkeln verzeihen, so meinte Jankelewitsch, wäre nicht das Eigentliche erreicht. Es gibt kein direktes Gespräch mehr. Und dann hat er Sätze, die sehr Angst einflößen, indem er sagt, dass die Agonie der Opfer bis zum Ende der Tage dauert. Das Verbrechen ist gleichsam tiefgefroren. Es gibt keine Entlastung. Es gibt Schuld, die wie ein Gespenst auf den Schultern der Enkel lastet und man kann sie nicht mehr loswerden. Ich werde gleich von der persönlichen Schuld sprechen. Sie müssen nicht denken, dass ich gewissermaßen den Blick nur zurücklenke und da tut man sich ohnehin etwas leichter, weil es dann schon immer die anderen waren. Aber wir kommen jetzt von diesem ganz großen Block, also von dieser großen historischen Erfahrung, zunächst einmal noch nicht ganz los, ich leite aber gleich über. Auf jeden Fall wird Jankelewitsch sagen, Verzeihen hat gar keine Adressaten und es gibt überhaupt keine Institution, die damit fertig werden kann. Die Politik sowieso nicht. Die lässt das zugeschüttet, da werden Grenzen niedergelegt, da werden Reden gehalten, aber mit den Opfern ist nichts passiert. Und in diesem Sinne wird er sagen, Verzeihung ist heute schon Gleichgültigkeit, moralischer Gedächtnisverlust, allgemeine Oberflächlichkeit, das ist wörtlich. Längst ist alles vergeben und vergessen. Und für Jankelewitsch heißt das, mitten in Europa herrscht eine große Lüge. Man wird mit der Schuld nicht fertig, deswegen bedeckt man sie mit Staub und tut so, als könne man weiterleben. Wenn das alles wäre, könnte ich heute aufhören zu sprechen. Und deswegen lenke ich den Blick weiter. Und ich erinnere an jemanden, der auch aus der, übrigens auch französischsprachig ist, nenne aber gleich noch einen anderen Namen. Ich möchte einmal von Jacques Derrida sprechen. Derrida ist auch ein französisch-algerischer Jude, übrigens auch Agnostiker. Mir war es einmal wichtig, zwei Menschen ins Gespräch zu bringen, die ungefähr aus denselben Voraussetzungen kommen. Und Derrida hat nun dieser These von Jankelewitsch unmittelbar und ins Angesicht widersprochen. Und von daher setze ich an. Derrida wird in einem Interview sagen, wir müssen davon ausgehen, dass es Unverzeihbares gibt. Das sagt er im Jahre 1999. Auch nochmal im Blick auf die Leichenberge. Wir müssen davon ausgehen, dass es Unverzeihbares gibt. Und dann fährt er fort. Wäre das nicht das Einzige, was es zu verzeihen gilt? Das Einzige, was nach Verzeihung geradezu ruft? Wenn wir nur verzeihen würden, was verzeihbar scheint und was die Kirche lässliche Sünde nennt, eine kleine Sünde, dann würde sich die Idee der Vergebung verflüchtigen. Wenn es etwas zu verzeihen gilt, dann die Todsünde, das schlimmste Verbrechen, das Unverzeihbare. Verzeihen lässt sich nur das, was unverzeihbar scheint. Und dann fügt Derrida hinzu, das klingt unmöglich und doch weiß ich, dass ich das Richtige sage. Wir wollen einmal dieses rätselhafte Wort hören. Ich habe mich damit beschäftigt als Philosophin, habe mit meinen Studenten in Dresden diesen Text gelesen. Großes Aufbegehren auch gegen Jankelewitsch und Derrida und die Nachgeborenen sagen dann, was haben wir damit zu tun, wir waren nicht dabei. Ich habe gesagt, lasst es euch wehtun. Es muss einen Moment wehtun. Wir müssen in eine Lösung kommen, die tiefer geht als mit dem schönen Satz, ich bin nicht dabei gewesen, sondern beide haben auf ihre Weise recht. Es gibt etwas, das muss noch einmal in den Blick geholt werden und es ist die Frage, gibt es eine Größe, gibt es eine Kraft, gibt es etwas, was bis in die Gräber hineinreicht und in den Gräbern noch einmal die Täter und die Opfer erreicht? Gibt es etwas, was gegen die Zeitachse noch mal zurückgeht in die Stunde der Tat? Und das ist das, worüber wir sprechen. Setze ich noch ein mit einer kleinen Geschichte, an der ich aufhängen will, wie das möglicherweise sein kann. Es ist noch mal eine Geschichte aus unserer deutschen Vergangenheit. Vor einigen Jahren war eine Israelin in Deutschland auf Besuch. Man kann das im Internet nachlesen. Sie heißt Eva Moses, wie Moses geschrieben. Und der zweite Name heißt Kor, Eva Moses Kor. Sie war als Kind mit ihrer Zwillingsschwester bei Menschenversuchen als dreijähriges Kind. Das Schwesterchen ist gestorben und sie hat überlebt. Sie kam sehr ungern nach Deutschland, aber hatte eine Freundin zu besuchen.
Und auf der Gesellschaft wurde ihr Schicksal vorgestellt. Und nach einiger Zeit, sie stand irgendwo, trat ein Mann auf sie zu, den sie nicht kannte, und sagte zu ihr: Ich habe auch Menschenversuche gemacht, nicht bei Ihnen, aber bei anderen Menschen. Und nach einer Pause sagte er: Und ich bitte Sie um Vergebung. Und Eva Moses Kohr hat dann später ausgesagt, es blieb ihr der Atem stehen. Es trat alles nochmal hoch. Und dann sagte sie etwas ganz Außerordentliches. Sie sagte: Es ergriff mich eine Macht, die größer war als ich. Ich habe keinen Namen für sie. Und ich habe nach einer Pause gesagt: Und ich vergebe Ihnen. Und dann fügt sie noch hinzu: In diesem Augenblick fielen 70 Jahre von mir ab. Und ich hatte nicht gewusst, dass ich 70 Jahre eine Gefangene war, ein Kaninchen in meinem Loch, immer auf der Flucht, immer in der Verbergung, immer in der Angst. Und zum ersten Mal war ich kein Kaninchen mehr, ich war ein Mensch. Sie hat das später nochmal beschrieben, sie ist jetzt öfter da, sie spricht immer wieder über dieses Erlebnis und sie hat sehr viel Kritik erfahren. Vor allem hat man ihr gesagt: Wie kannst du verzeihen für deine tote Schwester? Das geht nicht. Und dann hat sie noch hinzugefügt: Und ich glaube, dass es meine tote Schwester war, die mir die Worte gab. Sie selber glaubt an nichts, also sie hat keinen religiösen Hintergrund. Wir bleiben mal dabei, denn von dieser Geschichte aus gehen wir jetzt zu uns selbst. Kann uns etwas ergreifen, das größer ist als wir? Und können wir über Jahre hinweg, es können Tage sein, es können Monate sein, aber es können auch 70 Jahre sein, gegen die Zeitachse in etwas zurückdenken, wo ein Weg begann an einer Wegkreuzung, der falsch war, der das Schlechte befördert hat, der ausdrücklich etwas Böses in Gang gesetzt hat, das vielleicht bis heute nicht verstummt ist? Und kann man mit dieser Kraft noch einmal zurück an diesen Zeitpunkt und diese 70 Jahre Gefangenschaft oder diesen Rucksack, dieses Beschädigtsein, das ganz schwere Traumatisiertsein eigentlich abwerfen? Wir gehen einmal Schritt für Schritt. Und jetzt verlassen wir die große Geschichte und wir gehen einmal in die kleine Geschichte. Wir kennen uns alle nicht, wir wissen nicht, was wir auf dem Herzen tragen, aber die Geschichten sind immer dieselben. Das habe ich am Anfang gesagt. Die Wunden unseres Herzens sind immer dieselben. Das heißt, wo ist etwas von uns in Gang gesetzt worden, was wir nicht wirklich mehr aufhalten können? Oder umgekehrt, wo sind wir auch getroffen worden von jemand, beschädigt worden, so verletzt worden, dass das bis heute als Wunde in uns schwert? Also eine Vergiftung, die wir mit uns tragen. Und der Satz: Ich verzeihe dir, kann nicht gesprochen werden. Beim Vaterunser lässt man den Satz weg oder spricht ihn nur halb oder kann ihn eigentlich nur mit den Lippen sprechen, aber mit dem Herzen nicht. Wir vergeben, wie vergib du uns, wir unseren Schuldigern vergeben, geht das denn? Ja, wir gehen einmal Schritt für Schritt hinein. Ich schließe noch einmal an die Überlegung, die wir Jacques Derrida verdanken. Sie brauchen den Namen nicht kennen, das ist nicht wichtig. Er hat nur einmal ein Tor aufgemacht. Verzeihen muss man eigentlich das, was nicht verzeihbar scheint. Wenn man nur so die kleinen Vergehen weglegt, das ist nicht das Richtige. Es muss etwas geben oder es ist die Frage, gibt es eine Kraft, die noch in der Lage ist, noch das Verfahrene umzukehren? Augustinus sagt einmal: Verworfenen hat er die Verherrlichung versprochen. Das sind so Sätze, die muss man hören. Verworfenen hat er die Verherrlichung versprochen. Derrida sagt nun noch einmal: Ich weiß nicht, ob es Gott gibt. Er ist Jude von Herkunft, aber es ist für ihn nicht erschlossen. Es ist überhaupt nicht erschlossen, was das heißt. Aber er fügt hinzu: Ich komme aus einer Kultur, die eine Sprache hat und diese Sprache möchte ich nicht verlernen. Welche Sprache? Er zitiert den Psalmisten: Finsternis soll mich überdecken, Nacht mich umgeben anstelle des Lichtes, aber dir wird die Finsternis nicht dunkel sein. Wie der Tag wird die Nacht dir erstrahlen.
Die Finsternis ist dir wie Licht. Und der Redar fügt hinzu, weil es diese Sprache gibt, kann ich in Europa leben. Er sagt noch nicht einmal, dass er wirklich glaubt, was hier gesagt wird. Er sagt auch nicht, ob er es versteht, aber er sagt, es wird gesprochen von einer Kraft, die über alles hinausgeht, was wir so im Händeschütteln, im gegenseitigen Beschwichtigen, sozusagen in diesen Therapien, die wir miteinander versuchen, auch im politischen Diskurs versuchen. Es gibt nicht nur eine horizontale Verständigung, sondern bei Derrida ist die Überlegung, dass es eine vertikale gibt. Und das weiß die europäische Kultur. Es gibt eine Öffnung nach oben. Und da kann noch eine Kraft kommen, die anderes erreicht als wir mit unserem bloß guten Willen. Ein anderer Psalm gehört auch dazu. Gibt es eine Sprache, die sowas ausdrückt? Der andere Psalm heißt, und während deine Sünden wie Scharlach, ich werde sie weiß machen wie Schnee. Und noch eine andere Stelle. Soweit der Aufgang vom Untergang entfernt ist, so weit werde ich deine Sünden hinter mich werfen. Das heißt, gibt es ein göttliches Vergessen unserer Schuld? Und wie kommt man dahin, dass es wirklich so ist? Das ist die Ausgangsfrage. Halten wir noch mal fest. Ich habe jetzt sehr vorsichtig begonnen, mit lauter Stimmen, die nicht direkt im christlichen Raum stehen. Das war meine Absicht. Also eher einmal vom Rand her, weil man da vielleicht auch besser zuhört. Und die bisherige Aussage war einfach, gibt es eine Kultur, die etwas weiß? Nochmal unabhängig davon, ob man das selbst schon erfahren hat, aber gibt es eine Sprache? Gibt es Bilder? Gibt es ganz große Entwürfe, in denen deutlich wird, dass wir nicht mit der Schuld ein Leben lang wie mit einem Gespenst behaftet uns durchs Leben schleppen, sondern gibt es diese Gebärde, sich aufzurichten und diesen Rucksack einmal loszuwerden? Und das ist das, wovon wir heute sprechen. Und ich komme zu einem zweiten Teil. Bisher habe ich jetzt sozusagen nur mal die Probleme zusammengeordnet. Ne? Ganz große Dinge, aber auch kleine Dinge. Wir wollen jetzt nicht zwischen groß und klein unterscheiden, sondern nur einmal, was hat sich da zusammengebacken im Laufe eines Lebens. Es kann ja auch sein, das ist auch möglich, dass es nicht viel Schuld ist, aber es gibt vielleicht ein Tun oder eine Verfehlung, die uns begleitet. Ja? Nehme nicht an, dass vier Schwerverbrecher sitzen. Aber vielleicht ist ein Gedanke, der uns beständig verfolgt und nicht, der einfach nicht weicht, weil hier etwas geschehen ist, was wirklich nicht gut war. Oder ich sage nochmal umgekehrt, etwas ist einem angetan worden und es geht nicht weg, obwohl wir älter geworden sind, obwohl wir verziehen haben und doch lastet es noch einmal. An der Stelle stehen wir. Der zweite Teil heißt zurückschicken an den Anfang. Das ist ein merkwürdiger Ausdruck. Ich erinnere Sie, ich möchte auch einen praktischen Vorschlag machen. Derrida sprach von einer lässlichen Sünde und einer Todsünde und hat offensichtlich, obwohl er nicht dazugehört, von der katholischen Kirche gesprochen. Als Franzose kennt er wohl auch keine andere. Was weiß die Kirche? Was weiß die Kirche von der Kultur, in der so etwas gelöscht wird? Ich erinnere Sie an eine Formel, die wir gerade die Älteren, ich gehöre auch dazu, gehört haben. Es gibt eine Formel, die einem einmal zugesprochen wurde. Ich zitiere sie einmal lateinisch, weil sie da sehr prägnant ist. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum. Nachlass, Vergebung und Verzeihung heißt das im Deutschen übersetzt. Das ist aber nicht so scharf. Ich nehme mal alle drei Worte, weil mit allen drei Worten wird etwas gemacht. Indulgentia heißt Nachlass. Das ist gut übersetzt. Das ist wie wenn man auf der Bank Schulden hat und ein Teil wird erlassen. Nicht schlecht. Aber die entscheidende Lösung beginnt erst mit der Absolutio. Absolutio, absolvere, heißt einfach etwas losmachen, was bisher verkettet war, verdrahtet, ja? Also so festgebacken. Absolvere. Und ich möchte einen sehr steilen Satz dazu sagen. Absolution gibt es nur im Absoluten. Und damit mache ich auf etwas aufmerksam. Wir haben heute vielfach in unserer Kultur den Versuch, Schuld in die Therapie zu tragen oder Schuldgefühl in die Therapie zu tragen. Auch der Versuch, uns gegenseitig zu entschuldigen. Das ist auch sinnvoll. Also jemand, der einen anderen beleidigt, soll sich erst einmal bei ihm entschuldigen. Aber die wirkliche Lösung geht nicht im Relativen.
Ich kann auch sagen, warum es nicht geht, weil beide, die miteinander beteiligt sind, niemals genau auf derselben Ebene stehen, sondern Kierkegaard im 19. Jahrhundert hat einmal gesagt, auch der Gute, der nur auf der Seite des Guten steht, hat immer auch ein bisschen Schuld. Und der Böse, der auf der Seite des Bösen steht und sich entschuldigen muss, ist nie nur ganz böse. Und in diesem Sinne gibt es nicht einfach nur eine Unschuld, die auf Schuld trifft. Wir sind so eine Gemengelage, in der immer eine Unklarheit herrscht, eine Verworrenheit. Und das bedeutet, jetzt bleibe ich nochmal dabei, solange wir versuchen, uns nur bei Menschen zu entschuldigen, ist das gut. Das sollte man niemals weglegen. Aber die eigentliche Entschuldung, die Absolution gibt es nicht im Relativen. Ne? Relativ sind wir. Und dann hängt es von unserer Stimmung ab, von unserer Großzügigkeit, zu sagen, ich vergebe dir. In Wirklichkeit behalten wir doch im Hinterkopf, dass da was geschehen ist und nach 5 Jahren wissen wir es immer noch. Die wirkliche Absolution ist etwas, da brauchen wir das Absolute dazu. Einer der ganz großen Namen Gottes, jedenfalls in der Philosophie, ist das Absolute. Das kann man trocken hören, das ist auch zu trocken, aber es heißt doch wesentlich der Löser überhaupt. Denken Sie an einen großen Satz der Psychologie. Es gibt einige Sätze, die sehr gut sind, nicht alle, aber einige. Man muss ein Problem nicht auf der Ebene lösen, wo es entstanden ist. Da beginnt nur wieder neuer Streit. Nehmen wir an, 2 Ehepartner streiten sich und wollen es lösen, indem sie darüber sprechen. Es ist die klassische Erfahrung, dass man sofort den Streit wieder beginnt. Es hat keinen Sinn, ihm nochmal zu sagen, was ich eigentlich gemeint habe, und er sagt wieder, was er eigentlich gemeint hat, und dann geht es schon wieder von vorne an. Der Satz geht weiter, nicht auf der Ebene lösen, wo es entstanden ist, sondern man muss das Problem auf eine andere Ebene heben und dort lösen. Und das ist der Name Gottes, wenn er absolut heißt. Absolut heißt der Löser an einer Stelle, an die wir gar nicht drankommen. Es gibt eine direkte Lösung, eine unmittelbare Lösung, eine große Lösung. Und die ist weit über dem entfernt, was wir lösen können. Und das geschieht in der Beichtformel. Verstehen Sie jetzt nicht die Horizontale, sondern die Beichte öffnet wie einen Schacht nach oben. Ich gebe das ganze Problem nach oben ab. Und es wird oben gelöst und nicht auf dieser mittelmäßigen Ebene, auf der ich es bearbeiten kann. Ich kann es ohnehin nicht gut bearbeiten. Aber jetzt kommt der dritte Ausdruck und den finde ich großartig und darüber habe ich mich eigentlich entzündet für mein Thema. Der dritte Ausdruck heißt nämlich nicht Vergebung, sondern er heißt Remissionem Peccatorum. Und das heißt wörtlich Remittere zurückschicken. Hier wird etwas zurückgeschickt und die Frage, wohin wird es geschickt? Erinnern Sie sich, ich sagte vorhin, die Frage lautet, gibt es eine Macht, die bis zu dem Zeitpunkt zurückkehren kann, an dem etwas geschehen ist? Also nicht heute sagen, es ist erledigt, die Zeit ist vorbei, das Gras ist drüber gewachsen, sondern kann man nochmal gegen die Zeitachse in die Stunde der Tat und dort sagen, ich möchte, dass es nicht geschehen ist, ich würde heute anders tun. Remittere heißt, die Schuld zurückschicken in diesen Augenblick, in dem sie entstanden ist. Und jetzt möchte ich etwas sagen mit Augustinus. Augustinus hat sich sehr dem schweren Problem des Bösen angenähert und sagt unter anderem, das Böse hat die unglaubliche Qualität oder die Fähigkeit, sich immer mit der Maske des Guten zu schmücken. Es ist selten so, dass wir wirklich und aus voller Lust etwas wirklich Böses tun wollen. Es ist im Gegenteil so, dass sich meistens das Böse kamoufliert, also einen Vorwand nutzt oder eine Maske aufsetzt, eine Aufblähung, es täuscht etwas vor. Und Augustinus nennt das dann die große Lüge. Also das Böse ist eine Lüge, es lügt etwas vor, als sei es etwas Gutes. Erinnern Sie sich an den Satz von Solzhenitsyn? Man tötet nie so gut, wie wenn man mit gutem Gewissen tötet. Also wenn es einen tollen Grund gibt, jemanden aus der Welt zu schaffen. Also wenn man, brauche ich nicht erläutern. Das heißt, das Böse ist nicht so direkt. Es riecht nicht nach Schwefel und es hinkt auch nicht, sonst würde man es schneller erkennen. Sondern das größere Problem ist, dass es etwas verspricht, was es dann natürlich hinterher auch nicht hält. Aber für den Moment scheint es eine Lösung zu sein.
Jetzt bin ich da. Die Beichtformel schickt das Böse zurück an den Punkt, an dem es sich verkleidet hat. Und Augustinus wird sagen, es schickt das Böse zurück in das Nichts, aus dem es sich aufgebläht hat. Und plötzlich eine Art potemkinsches Dorf entwickelt hat, eine Theaterfassade. Und wenn ich das tue, komme ich besser durch. Und das Zurückschicken heißt, es schickt es zurück in seine Schäbigkeit, in seine Armseligkeit, in die Lüge. Es wird plötzlich klar, dass das alles ein aufgeplustertes Denken war. Und im Grunde genommen fällt die ganze Lüge in sich zusammen. In diesem Punkt ist, glaube ich, die Chance, die Beichtformel enthält, nicht nur der Nachlass, also Nachlass würde heißen, dass bestimmte Dinge erledigt sind, eine Lösung, die höher liegt als alles das, was wir persönlich lösen können, sondern auch, dass das Böse zurückgeschickt wird in die Stunde, an der es entstanden ist. Und wir sehen die ganze Nichtigkeit, Schäbigkeit, Sinnlosigkeit dessen, was wir getan haben. Und wir stimmen zu, dass das, was wir getan haben, Guardini würde sagen, lächerlich und im Ganzen sinnlos war. Von Guardini, dem großen Religionsphilosophen, gibt es den schönen Satz: Es wird zu den ganz großen Beschämungen unseres Lebens gehören, beim jüngsten Gericht zu sehen, dass wir mit all unseren Bosheiten nicht etwas aufgebaut haben, sondern im Grunde genommen etwas Lächerliches versucht haben. Also das Lächerliche, das Nichtswürdige, die Luftblase, die wir geschaffen haben. Man könnte es vielleicht vergleichen, als würde man mit einer Nadel in den Luftballon stechen und er platzt einfach. Und in diesem Sinne ist das Zurücksenden der Sünden, das Zurücksenden in das Nichts, aus dem sie sich aufgebläht und gewissermaßen die ganze Welt besetzt hatten. Sie platzen. An dieser Stelle kommt aber etwas Neues. Das heißt, in dieser Sekunde oder in diesem Moment, in dem ich das Sinnlose, Dumme, Zerstörerische, Überflüssige, Faule, also diesen Selbstbetrug entdeckt habe, unter dem ich etwas begangen habe, in diesem Augenblick kommt eine neue Entscheidung zur Wirklichkeit. Wir nennen sie normalerweise Reue. Ich kann aber inhaltlich sagen, wir können sagen, ich möchte es nicht getan haben. Das ist der Punkt. Ich möchte es nicht getan haben. Und wenn ich noch einmal an dieser Stelle stehe, werde ich die Weiche anders stellen. Ich werde den anderen Weg gehen. Ich werde mich verweigern. Ich werde dem, was mich da eingelullt hat und mit guten Gründen und wunderbaren Spiegelungen eingefangen hat, jetzt ein Nein entgegensetzen. Eine Reue. Buße heißt auch bessern. Ich mache es nicht mehr. Und das Wunderbare an dieser Zusage, dass es einen Nachlass, eine Vergebung, ein Zurückschicken gibt, heißt gleichzeitig, dass jetzt etwas unwirksam wird. Das Böse wird nicht seine Wirklichkeit verlieren. Die toten Opfer werden nicht lebendig. Die Bestohlenen haben ihr Gut noch nicht zurück. Dort, wo eine Ehe gebrochen worden ist, ist die Ehe noch nicht heil. Leider, so geht das nicht. Die zerstörten Städte sind nicht wieder aufgebaut in diesem Moment. Das Böse hat schon auch eine Qualität, in der erstmal Wirklichkeit bleibt. Aber die Folgen werden unwirklich. Ich darf mal das Bild nehmen, wenn man einen Stein ins Wasser wirft, ja, zieht er immer weiter Kreise. Aus Opfern werden wieder Täter, werden wieder neue Opfer, werden wieder neue Täter. Das wissen wir aus der Psychologie. Aber in dem Augenblick, wo eine solche Wirklichkeit für nichtig erklärt worden ist. Sie ist geschehen, aber sie ist nichtig. Sie hat keine wirkliche Bedeutung mehr. Hört dieses Kreisen auf, dann ist etwas zum Stillstand gekommen und viel noch, und um das nochmal ausdrücklich zu sagen, und Gott reicht bis in die Gräber. Es gibt nicht nur dieses Leben bis zum Exitus. Wir wissen auch, und jemand wie Franz von Sales, der wunderbare Seelenführer, hat das gesagt, noch zwischen unserem letzten Atemzug und dem Ankommen auf der anderen Seite flutet Gottes Barmherzigkeit. Vielleicht es gibt einen letzten Moment, an dem wir noch einmal sagen können, und das habe ich nicht gewollt, und ich überstelle dir die Lösung. Und wir wissen nicht, das ist wirklich Franz von Sales, wie tief der Herr uns greift. Ich komme zu meinem Schluss. Und ich möchte Sie mit einem Bild entlassen.
einem sehr schönen Bild, in dem wir jetzt noch eine letzte Aussage verbinden. Wir gehen in die Passionszeit. Unterschwellig habe ich Ihnen jetzt die Beichte empfohlen. Ich will das auch ausdrücklich bestätigen. Ich glaube, dass die Vollmacht der Kirche heißt, dass es ein solches Lösen auf einer ganz anderen Ebene gibt, wo wir gar nicht hinkommen, eine Absolution im Absoluten. Aber es gibt auch das Nichtigmachen und Unwirksammachen des Geschehenen. Es wird irgendwo, bleibt es in sich versackt. Es zieht nicht dauernd neue Kreise. Aber wir gehen auch in die Passionszeit und ich erinnere Sie an eine Stelle, die nur bei Lukas vorkommt. Lukas 22, Vers 61 folgende. Die anderen Evangelisten haben dieselbe Szene, aber nicht den Satz. Der Satz, den Lukas einzig hat, heißt, als Petrus den Herrn verraten hatte im Hof der Anklage, als der Hand zum dritten Mal krähte, wandte sich Jesus um und sah Petrus an. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Alle Evangelien haben das bittere Weinen von Petrus, aber Lukas hat den Blick Jesu. Und mit diesem Blick schließe ich. Denn der Blick öffnet etwas, was wir bisher nicht gesagt haben. Denn der Blick Jesu, so sagen zumindest C.S. Lewis, der große Theologe, den ich sehr schätze, enthält keine Anklage. Der Blick Jesu ist nicht noch einmal eine Erinnerung im Sinne einer Anklage und du hast doch vor 4 Stunden etwas versprochen, hoffentlich fällt es dir wieder ein. Sondern C.S. Lewis sagt, der Blick Jesu hat Petrus in eine unvorstellbare Tiefe der Liebe hineingezogen und Petrus hat zum ersten Mal begriffen, wen er überhaupt verraten hat. Und deswegen weint er. C.S. Lewis fügt noch hinzu, Petrus wird im Himmel jedem erzählen, ob er es hören will oder nicht. Er sei es, der den Herrn verraten habe. Und zwar mit strahlendem Gesicht erzählen, weil er nur auf diese Weise überhaupt kennengelernt hat, überhaupt berührt wurde von dem Blick, den er vorher offensichtlich so nie wahrgenommen hat. Es gibt einen Blick, der vollständig offen ist, ohne Anklage, ohne die geringsten Versuch, irgendetwas nochmal recht zu haben, in Erinnerung zu rufen. Nein, Kierkegaard nennt das den unglaublichen Blick der Barmherzigkeit, der sich öffnet. Und die einzige Frage, die dann ist, gehen wir hinaus, weinen wir oder verhärten wir uns? Es gibt einen zweiten Verräter, der nicht den Blick aufgenommen hat. Er war Jesus auch sehr nahe. Einige Stunden vorher hat ihn sogar geküsst. Und man kann davon ausgehen, dass in der Nähe dieses Kusses auch etwas bestanden hat, weswegen Judas auch hätte zusammenbrechen können und noch einmal weggehen. Ich schließe mit dem Gedanken, im Göttlichen heißt die Reihenfolge nicht erst Schuld, dann Reue und dann Vergebung. Sondern das Ungeheuerliche unserer Tradition heißt, erst unsere Schuld und eine unvorstellbare Tiefe der Vergebung, immer schon. Und wenn wir da hineintreten, dann erst ergreift uns die wirkliche Reue. Unsere Reue ist winzig im Verhältnis zu dem, was uns da entgegenkommt. Solange ich angeklagt werde, verteidige ich mich. Da habe ich immer noch meine Gründe. Da kann ich immer noch sagen, es war Folgendes und ich hatte jene Entschuldigung und überhaupt. Aber der Blick Jesu klagt nicht an und deswegen brauche ich auch keine Verteidigung mehr. Und das ist der Moment, an dem unsere Gegenwehr zusammenbricht. Und das ist das Schöne. Ich darf das nochmal sagen. Nicht dort, wo es Reue gibt, gibt es Vergebung, sondern es ist umgekehrt. Es gibt immer schon die Vergebung, diesen Raum der Vergebung. Das ist übrigens auch hier einer. Natürlich, wir können das auch wörtlich nehmen. Der steht immer schon offen. Und wenn wir das begriffen haben, dann ist das, was wir bitteres Weinen nennen. Dann kommt die Reue. Sie ist aber nicht einfach nur bitter. Sie ist bitter, weil wir zum ersten Mal wohl begreifen, wogegen wir eigentlich gesündigt haben. Aber sie ist nicht so bitter, deswegen möchte ich das mit einem Wort von Hans-Urs von Balthasar aufhören. Im Weinen fällt eigentlich schon die ganze Last auch von uns ab. Wissen Sie,
Also diese Form der, des Ergriffenseins, des Sichstellens, also wirklich mal mit die Augen, das Augenpaar Jesu einmal ergriffen haben, heißt gleichzeitig, dass auch die, der Rucksack schon weg ist, mit dem wir dauernd zu tun hatten. Und wenn wir zum Beispiel jemanden nicht verzeihen können, weil wir glauben oder empfinden, zu tief getroffen zu sein, dann bleibt dann doch noch das Gebet übrig: Herr, ich kann ihm nicht verzeihen, aber schau du ihn an und erlaube, dass er in deinen Lichtkreis tritt. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Erlaube du, dass er in deinen Lichtkreis gibt. Ich kann es nicht, aber ich bitte dich darum, dass du ihn einholst. Und deswegen ende ich mit Hans-Urs von Balthasar, der das auf eine wundervolle Weise ausgedrückt hat. Balthasar sagte: An unserer Stelle hat sich das Opfertier mit seiner stinkenden Last durch die Straßen geschleppt, also Jesus mit dem Kreuz unserer Schuld, um draußen auf dem Hügel zu sterben und die Unterwelt aufzureißen. Aber er hat eben alles schon getragen. Er hat es eben auch auf dem Hügel für uns abgeworfen. Und dann fügt Balthasar hinzu: Was sollen denn noch die klebenden Gewänder deiner Verzweiflung? Bist du nicht heiter geworden, frei und leicht? Warum erhebst du dich nicht mit mir, der ich doch nur darauf warte, mit dir aus dem Grab zu treten? Ich danke sehr für Ihr Zuhören.